Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von der Sternengeburt der Spezialmission in No Man's Sky. Folge Nummer 3. Mein Name ist Christian H3000 und ich begrüße euch wieder zurück. Nach 20 Stunden Wartezeit ist unser Stamm hier ausgewachsen, der Nervenstamm. Ein ausgewachsener jetzt und somit es wartet auf seinen Wirt. Ja, also wir haben noch das Herz und das ist jetzt ausgewachsen und jetzt haben wir das eigentlich in der Effekt erreicht. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir als nächstes machen, was jetzt die nächste Aufgabe ist, sozusagen, Sternengeburt. So, auf Kontakt warten. Ich habe die Bitte des leeren Eis nach dem Verständnis erfüllt. Ich sollte weiteren Kontakt des Eis warten. Oder denjenigen, zu denen es spricht. Okay. Auf Kontakt warten. Ich glaube, da müssen wir in ein Raumschiff reingehen. Und. Oder wartet mal, wir können ja mal ausprobieren, ob wir mit dem reden können. Weil wir haben es ja von hier bekommen im Endeffekt. Nee, lässt uns nicht miteinander reden. Also würde ich sagen, dann gehen wir einfach in den Weltraum. Und schauen, was wir jetzt machen müssen. So. Auf Kontakt warten. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich müssen wir jetzt den Pulsarantrieb starten. Gucken, ob irgendwas passiert. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Brechen nochmal ab. Ballon hier mal ein bisschen. Irgendwann müssen wir doch einen Kontakt bekommen. Auf Kontakt warten. Er zoomt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, dann fliegen wir nochmal eine Runde. Ja, sonst wüsste ich jetzt das auch nicht, was ich machen sollte. Okay, da haben wir ja. Unbekannte Nachricht. Da ist er. Die Metallmeister halten uns nicht mehr fest. Sie sind frei. Wir können schwimmen, fliegen, leben, sterben. Das leere Ei beginnt zu beben, als die trällende Musik des Alien-Schiffs in meinen Kopf dringt. Die Bewegung drückt eine Wiedererkennung aus. Übertragung zulassen. Das Lied des Schiffs. Die Kreatur erfüllt mein Raumschiff, dringt von Schaltkreis zu Schaltkreis und überflutet den Computer. Während der Musik verklingt, höre ich ein leises Echo, eine zarte gesunde Reaktion. Das leere Ei. Und weg ist er. Suchen nach der Galaxiekarte nach einem markierten Sonnensystem. Okay. Okay, dann Galaxiekarte. Oh, ist gleich klein nebenan. Auch nicht schlecht. Okay. Dann auf geht's. Zum nächsten Sonnensystem. Mal gucken, wie weit uns das noch führt. Wie weit es noch geht. Das ist die andere Frage. Weil ich meine, ja, schauen wir mal einfach mal. So, warten wir einfach mal, wo wir hier rauskommen. Und dann sehen wir mal auch, werden wir dann sehen, was uns jetzt hier erwartet. Das ist ja immer so eine gute Frage. Ah ja. Radarsystem. Von
No Hack Pro Evo entdeckt schon, okay. Reisemeilenstein. 20 Mal geworbt. Sehr schön. Okay. Gut. Okay, dann hauen wir mal den Scanner raus. Okay. Untersuche das Ei im Inventar für seine Bedürfnisse. Kupfer, Gold, Salz. Für seine Bedürfnisse. Der Berührung beschwört es mächtige Visionen in einer staubbedeckten Welt voller extremen Stürme herauf. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier welche haben überhaupt. Was ist das hier für ein Planet? Verlassener Planet, okay. Haben wir noch einen oder gibt es hier nur zwei? Okay, ich... Ah, da ist auch noch einer. Grüner Planet, extreme Stürme. Wir gucken mal einfach mal hier. Wenn nicht, dann müssen wir mal zu dem anderen fliegen. Also wir suchen jetzt einen mit extreme Stürme. Staubiger Planet. Wahrscheinlich ist es der andere, der hier weniger. Aber wir können ja trotzdem mal landen. Ein rotes Meer. Ja, komm, wir können ja dann später nochmal gucken. Also, machen wir nochmal hoch. Geht dann doch zu dem anderen. So. Schuppiger Planet. Also, suchen wir mal den anderen nochmal. Der gewesen sein, oder? Ja, Kaktusfleisch ist meistens auf Wüstenplanet. Probieren wir das einfach mal, würde ich sagen. Können wir aufhören, davon haben wir noch genug. So, 30 Sekunden. Und mal gucken, ob es da extreme Stürme gibt. Also ist auf jeden Fall staubig. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auch nicht schon wieder Koordinaten. Waren und Koordinaten scheinen unsicher zu sein. Ernst jetzt. Naja, haben sie sich gerade gewechselt? Warte, ich will mal ganz kurz gucken. Wir müssen erstmal landen. So, wo stehen wir überhaupt? So. Also. Plus 8. Plus 1000. Ach du Scheiße. Okay. Also auf jeden Fall rückwärts. Okay, komplett rückwärts. Aber etwas nach rechts.
wieder. Jetzt müssen wir uns halt wieder antasten, halt. Das ist halt wieder ein bisschen traurig, aber was soll ich machen? Bleiben da nicht große Optionen zur Verfügung. Weil. Wir landen hier einfach mal. Alles hier rausnehmen, was wir haben. Was es hier gibt. So, Migrationsdaten bekommen. Ja, hallo? Und wegschmeißen hier. Brauchen wir nicht. Gucken, was wir hier rauskriegen. Feuersturm, okay. Also, okay, wir sind ja jetzt hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind immer noch bei Plus. Da geht's abwärts. Da geht's aufwärts, okay. Das geht aufwärts. Abwärts für beide, okay, also. Dann müssen wir 90 Grad nach links. So, wir landen nach vorne einfach mal wieder. Wir kommen langsam näher. Aber die erste Zahl ist schlecht. Okay. Okay, also. Wieder mal so im Gewinkel von ja, 20 Grad nach rechts bis 45 ungefähr. Nicht genug Treibstoff, das geht ja mal gar nicht. So, aber ich sollte eigentlich jetzt genug, noch eigentlich genug haben, normalerweise. So. Ne, die Wasserstoff haben wir zu wenig. Damn it. Damn. Ich habe sonst eigentlich nichts. Okay. Gut, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, auszusteigen, Ferritstopp einzusammeln. So, müssen wir den Laser erstmal auffrischen wieder. Mit verdichteten Kohlenstoff machen wir das mal. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, wo wir hier H haben. Da.
bauen wir erstmal das ganze Zeug hier ab. Das brauchen wir ja. Noch ein bisschen Ferritstaub mit dazu nehmen. Das sollte nicht. Ja. Das sollte keine Probleme sein, sozusagen. So, jetzt habe ich eigentlich genug für Treibstoff. So lange will ich jetzt hier draußen auch nicht bleiben, weil mein extra Schutzschild von Feuer ist auch über die Hälfte schon. Deswegen wollen wir das ja nicht auch ausreizen. So, wir machen einmal das und einmal das. Dann Technologie da und weiter geht's. Dieser Weg kann leichter sein. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir fliegen jetzt mal ein bisschen geradeaus, dass wir ein bisschen mehr von den 100 runterkommen. Dass wir dann hier mal ein bisschen vorankommen, sozusagen. Dass man vielleicht jetzt hier mit einem besseren Sprung. Das ist ja gerade das für eine Landebahn da irgendwie. Dass man da ein bisschen ja, genauer sind. Alles im Minusbereich ist. Ist halt ein bisschen blöd, aber müssen wir durch. Aber der Weg ist das Ziel. Hatte immer der Dings gesagt, der Maulwurf bei SnowRunner. So. Sind jetzt beim Minus, okay. Das andere. Okay, das sieht noch richtig gut aus. Also wir könnten ruhig noch weiterfliegen. Also, weiter geht's. Und nochmal durch die Wolken. Ja, dann müssen wir jetzt warten. Wie gesagt, das dauert jetzt ein Stück. Komische Raumschiffe. Okay. Aber na dann. Sagen wir nichts, kann man nichts dagegen tun. So, wir gehen wieder in den Sturzflug. Und schauen wir mal, ob wir jetzt schon näher dran sind. Je näher wir sind, passt es ja. Wir haben ja letztes Mal alles in zwei Folgen auch abgeklärt. Vielleicht kriege ich ja die ganzen Koordinaten jetzt in einer Folge hin. Wäre ja nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit es ist. Zeitlich soll ja noch alles gut sein. Ich will mir jetzt auch keinen Stress aufbauen, Himmels Willen, Leute. Das ist jetzt nicht das, was ich bezwecken will, aber man möchte ja gerne auch ein bisschen vorankommen. Darf ich auch mal landen? Hallo? Ich will nicht den Weg ab. Wenn ich woanders landen will. Jetzt, Dankeschön. So. Wir sind bei plus 24. Oh, da kommen wir immer näher. Da können wir hier nochmal ein bisschen die Wasserstoff mitnehmen. Sicherheitshalber, wenn wir gerade davor landen. Für den nächsten ja, Treibstoff. Auch wenn es selber aufladen tut. Aber man weiß ja nie, wie lange es dauert beim nächsten Mal. So. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's.
Wow, wir sind jetzt vom Weg abgekommen, verdammt. Aber es sollte noch gut sein. War dieser Schlag wahrscheinlich dann doch eher negativ? Aber das kriegen wir irgendwie hin. Dann machen wir jetzt erstmal keine Platte. Ich meine, wir können dann immer noch antasten. Die Frage ist halt nur, wie weit jetzt hier lange fliegen soll. Machen wir einfach so 5, 4, 3, 2, 1 und nach unten gelandet. Ich habe alles zerstört hier. Okay. So, wir sind jetzt bei minus 13. Das sind wir richtig gut eigentlich schon. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt nur noch auf minus 47 kommen von der ersten Koordinate. Nee. Ah, doch, 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 doch. Nee. Es muss aufwärts gehen jetzt, ja? Vom Minusbereich. Dann bin ich in diese Richtung schon mal gut. Okay, also diese Richtung sozusagen Richtung S. Dann müssen wir ein paar Bewegungen. So, das müsste klappen. War wieder Sturmwarnung, wie man sehen kann. Ja, das wäre schlimm, wenn es jetzt wirklich so ein bisschen realistisch wäre und dass dann die Antriebe verstauben und dann verstopfen und dann. Das hört sich an wie bei Star Wars. So, wir gehen doch mal runter. Okay, wir sind minus 10, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ja, wir könnten noch etwas nach links fliegen, genau, etwas nach links, also etwas rüber, nochmal ein bisschen einwinkeln, den Winkel ein bisschen ändern. Nicht genug Treibstoff, das war mir schon wieder so klar. Wo ich eigentlich Treibstoffverbrauch eigentlich hier. Aber dann mache ich wieder Aufladung. Okay, Treibstoffverbrauch habe ich gar nicht drin. Ne? Okay. Dann ist auch okay, alles klar. Also, wir haben hier eigentlich genug Ressourcen. Ja, außer Ferritstaub. Auch wieder klar. Das ist reines Ferrit. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sollte eigentlich lang, oder? Komm, machen wir den auch noch ab. Und weg. So.
Einmal das. Und einmal das. So. Okay, dann etwas nach links. Das war hier. So, da haben wir auch ein Haus. Oder landen wir hier einfach mal. Kostet uns nichts. Ah, eine Handelsstation. Okay. Also 14. Immer noch zu weit weg. Damn it. So, was sind denn hier eigentlich Behälter, die wir einsammeln können? Ich lasse hier nichts liegen. Könnte immer gewisse nützliche Ressourcen drin sein. Wie Munition, Mikroprozessor. Antimaterie, Antimateriegehäuse. Nee. So. Und das dann noch. Gut. So, jetzt ist halt die gute Frage. Die Wasserstoff-Chili. Gehen das mal hier rein? Nein, was mache ich? Dammit. Come on, 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 come on. Okay, also. Wir müssen auf jeden Fall beim zweiten wieder runter. Wenn ich hier laufe, geht's langsam runter. Das andere geht aber auch runter, das darf nicht sein. Hier geht's hoch. Wenn ich hier reinlaufe, geht's auch hoch. Dann muss es ja so runtergehen. Ja, dann müsste ich ja eigentlich im Endeffekt nach dem Raumschiff aus einfach geradeaus weiterfliegen. Naja. War kein Stress. So. Ja, dann fliegen wir einfach mal ganz gemütlich weiter. Dürfte ja nicht mal allzu lange sein, normalerweise. Ich würde sagen, wir landen hier vorne nochmal. Und dann sehen wir auf jeden Fall Bescheid. Da sehen wir mal auf jeden Fall weiter, was es hier noch so Schönes gibt. So. Okay, wie liegen jetzt die Daten? Bei minus 8. Okay, das ist schon mal. Aber minus 19. Das geht auf jeden Fall hoch. Dann würde ich sagen, das gehen wir auf beiden, die hochgehen. 9. Okay. Also muss ich dann, ja. 90 Grad nach rechts.
fliegen wir einfach Richtung S. Da machen wir halt nochmal einen großen Sprung. Dass wir endlich mal auf die 48 kommen. Ja, Leute, es ist halt ein bisschen blöd, aber da kann man halt nichts machen. Ich will ja alles, was hier passiert, kann alles bedeutungsvoll sein. Man weiß ja nie, was uns jetzt noch alles erwartet. Und dann wieder runter. Ich weiß gerade nicht, das war jetzt, glaube ich. Ich brauche eigentlich nur einen 20er Sprung, ne? Also ich brauche keinen 50er oder so. Also 20.000, so, also von den Koordinaten. Oder 20,000. So, wir landen nochmal. So, wir steigen aus. Checken die Koordinaten. 37, da kommen wir schon mal langsam näher. Wir sind auf 10. Oh, auch sehr schön. Wenn ich jetzt weiterfliege. Was geht nach oben, was nicht? Geht alles beide nach oben. Also, da würde ich sagen, noch mal eine Runde nach vorne. Und da sind wir ja schon fast da. 37, also 10er. Da würde ich sagen, wir bleiben einfach hier auf dem Boden, der Tatsache. Aber ich bin da auch ein bisschen doof, oder? Ich sehe gerade links unten, jetzt fällt es mir auf. Sorry Leute, jetzt fällt es mir auf. Ach Gott, okay, kein Kommentar dazu. Ich möchte nichts davon hören. Also schon die ersten Folgen schon total gefehlt. Wieso ist es mir nicht vorher eingefallen? Bleiben einfach mal so. Wow, das gibt von den 12er geht es zu 4. So, 43. Also nach den Koordinaten wäre ich jetzt richtig. Hier haben wir ein Gebäude. Das ist 200 entfernt. Okay, wir können mal gucken, ob wir das hier aufladen können. Aber das kann ich nicht aufladen, da fehlt mir Ionenakku, okay. Kann ich keine Ionenakku herstellen? Auch dafür Kobalt, achso. Okay, also. Da die Koordinaten ja nicht so wirklich genau sind, würde ich jetzt einfach sagen, wir fliegen dahin. Und hoffen wir nur, dass es auch das richtige Ziel ist.
Wir haben das Richtige erreicht. Da ist es. So. Meine Nase. So, also, Archiv von Corvus Primus, Abfrage läuft. Protokoll folgt. Teilerfolg erreicht. Die Brücke ermöglicht die Identifizierung der Bewusstseinssplitter in gegenseitige Gehäuse. Eine Einheit bleibt mit dem großen Verstand verbunden. Sind Sie vollständig geteilt? Versuchen Sie, Sinneseindrücke zu lokalisieren. Haben Sie eine traumatische Separation geführt? Nicht erträglich. Mutmaßlich biologischer Kern erforderlich. Sinneswahrnehmung muss mit mehr Stabilität im Körperwahrnehmung wurzeln. Das System braucht lokale Kontrolle. Experimentelle Syntheseeinheit. Betriebsbereit. Erwartet biogenes Material. Die Tafel spielt mehr Daten aus der Zeit vor der Zerstörung von Corvax Primus ab. Die Forschung haben etwas gebaut, ein biologisches Gehäuse, eine individuelle Manifestation ihres eigenen Konvergenzverstands. Okay, pulsierender Kern habe ich nicht. Diese Maschine wurde gebaut, um aus fortschrittlichen Technologien künstliches Leben herzustellen. Ich werde wieder mit der erforderlichen Plänen von Ihnen versorgt, um diese Unterfangen von mir in Angriff genommen haben. Okay. Einer der Pläne ist für mal ein neues Multiwerkzeug-Upgrade, den Solarstrahl. Ah ja, wie fehlt Kobalt? Interessant. Neues Produktrezept. Flüssige Sonne und Gold und Mordet. Okay, Gold und Mordet könnte ich ja von meiner Basis holen. Flüssige Sonne. Pschuh. Okay, aber erstmal brauchen wir Kobalt. Kobalt kriegen wir in Höhlen. Bevor wir aber in den Höhlen reingehen, wenn wir überhaupt eine finden hier auf Anhieb, müssen wir erstmal hier warten. Ja, bis ja der Sturm sich gelegt hat. Jetzt hätte ich eigentlich alles. Gehen einfach mal raus, sicherheitshalber. Herstellungspunkt gespeichert. Hier haben wir die Wasserstoff. Höhleneingang. Ich könnte ja mal gern, könnte ja mal was ausprobieren, ob da überhaupt hier eine Höhle ist. Und sich dann herausstellen. Bist du denn für einer? Okay. War. Okay. Gut. Ja, also ohne Solarstrahl kommen wir, also mit dem hier Solarstrahl kommen wir jetzt nicht voran. Könnt das hier schon mal einbauen, aber uns fehlt noch das Kobalt. Da würde ich jetzt einfach sagen, ich besorge jetzt einfach mal das Kobalt, 50 Stück. Vielleicht können wir das auch einfach kaufen oder so. Wer weiß, jetzt schauen wir einfach mal. Da mal Kobalt, ja. Kobalt, wo kriege ich hier Kobalt, wenn ich keine Höhle finde? Ah. Gut. Okay, Leute, da würde ich sagen, ich besorge Kobalt und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich dann ja die Waffe bereit habe zum Bauen. Und dann können wir dann weitermachen mit Solarstrahl und flüssige Sonne. Und in der Zwischenzeit kann ich auch das ganze Zeug auch noch besorgen. Am Start. So, und somit würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen ins Multiwerkzeug, bauen dieses Ding hier zusammen, dass wir dann den Solarstrahl haben. Tadadam. So. Gut. Alles klar. So, die Frage ist jetzt bloß, wir haben mit Dreieck Manipular Solarstrahl. Boy, okay.
Sammel flüssige Sonne, um meinen passierenden Kern. Das ist das schon okay. Ja. Krieg ich da an Nähe? Was ist denn flüssige Sonne? Muss ich in den Himmel schauen oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert das jetzt? Muss ich irgendwas abbauen? Was haben wir denn hier eigentlich? Tracht 100 Meter. Silber. Frachtabwurf. Frachtabwurf. Nein. Silber brauchen wir auch nicht. Leute brauchen wir auch nicht. Pyrit-Sammlung. Naja, die Frage ist jetzt, wo kriegt man die flüssige Sonne her? Vielleicht gibt es irgendwelche Informationen. Eine hochspezialisierte Erweiterung des Abbaulasers der Multiwerkzeug Terra-Sammlung in flüssige Sonne umwandelt. Okay. Gut, ja. Kriege aber kein Material hier raus. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen nirgendwo hin, wir fliegen hin. Zur Silberansammlung. Wir probieren es einfach mal. Die Frage ist. Oh, hier gibt es auch was. Ja, fliegen wir mal dahin. Da viel schneller. Das, was ich jetzt angewählt habe. Wir probieren es einfach. So. Flüssigsonne. Aha. So, dafür brauchen wir jetzt 200. Also 250 insgesamt. Um das abzuschließen. Interessant. Das geht jetzt ein bisschen. Mal gucken, ob das rausreicht. Verbraucht. Okay. Was brauchen wir denn dafür? Natrium oder Natrium? Das ist doch hier auch irgendwo in der Nähe. Ups. So, gelb, 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 da. Sonst habe ich jetzt hier gerade nichts gesehen. Der war halt auch nicht so weit weg. Ich hoffe, das langt hier trotzdem noch. Ist ja nur eine Pflanze. 11. Das ist gerade nicht viel, Leute. So. Hast du irgendwo was? Nee. Das probieren wir mal. Wir brauchen ja nur noch ein paar. Das wird knapp. Nee. Noch 20. Dammit. Also, Scanner wird noch aufgeladen. So. Wo haben wir nochmal Natrium? Da. Das sollte dann aber lang. Definitiv. Schutz aktiv. Das ist schön. Das freut mich. So, da bist du auch. Gegner.
Weg mit dir. 3, 2, 1. Meins. So. Machen wir das auch auf? Können wir das auch wieder aufladen? Wieso kann ich das nicht aufladen? Will er mich verarschen? So. Jetzt ist die Meldung da. Wieder 11. Naja, das sollte aber jetzt auch diesmal lang. Die Frage ist halt bloß, ob das Material jetzt langt, was wir jetzt da haben. Nehmen wir mal das ganze Ding hier mit. Und den hier auch. So. Tarnsolar. Ich denke mal, das sollte hier ausreichen jetzt eigentlich. Jetzt machen wir das ganze Ding noch leer. Mal ein bisschen mehr haben, okay. Alles klar. So. So, dann können wir jetzt das Ding herstellen, sozusagen. Das haben wir ja genug. Und hergestellt. So. Okay. Da-da-da. Fossierender Kern erzeugt. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück zu dem Standpunkt, der uns das Ganze so gegeben hat. So weit weg entfernt sein. Okay, ich habe mich getäuscht. Ist einfach mal auch komplett auf der anderen Seite des Planeten. Kann man mal machen. So, ab nach unten hier. Landen, landen. Dann. Alles klar. Easy. So, wo bist du? 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 Aua! Hä? Mal wieder typisch. Das Spiel kann mich nicht leiten. Kannst du dich mal aufbauen? Danke. Es kommt ein Sturm. Experimentelle Syntheseeinheit. Betriebsbereit. Erwarte Biognese-Material. Bitteschön. Als die Maschine die Arbeit aufnimmt, fühle ich, wie es das Ei in meinem Extraanzug bewegt. Es ist für die Aktivierung dieser Maschinen verantwortlich. Es prägt das Leben, das ich schaffe. Okay. Gegenstand gefunden. Okay. Das ist ein fragiles Herz. Oha. Okay. Och, Leute, jetzt schon wieder, oder was? Okay, ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir müssen jetzt 21 Stunden warten. Und dann würde ich sagen, dann tue ich einfach die zwei Folgen jetzt einfach mal zusammenschmeißen, wenn das zeitlich passt. Und dann haben wir wenigstens eine Folge und dann passt es. Jetzt müssen wir wieder 21 Stunden warten, bis es vorbei ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ChrisNature 3000. Wiederschauen reingehauen. Ciao. Ich kann da nichts machen. Ich muss jetzt warten. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Und somit verabschiede ich mich mit der Spezialmission Sternengeburt. Mein Name ist ChrisNature 3000. Ciao.